zu und damit willkommen zur InDesign Challenge 4 mit dem Thema mediterraner Wintergarten zur Entspannung. Ja, ich bin Daniel von SimFancy. Hier geht es darum, das Thema zu interpretieren, den Raum kreativ einzurichten und ihn dann mit der Community zu teilen. Und so funktioniert's. Ihr geht einfach auf ein beliebiges Grundstück, wenn ihr mitmachen wollt, und einfach ein leeres Grundstück, ne? Und in den Baumodus, und dann geht ihr, ja, zieht ihr eine Wand, das ist ganz wichtig, zuallererst ist eine Wand ziehen, irgendeine Wand, ist völlig egal wo, und dann setzt ihr das auf die mittlere Wandhöhe. Das ist ganz wichtig, und dann geht ihr in die Galerie und holt euch diesen Raum. Dieser Raum, der ist zu finden unter dem Hashtag IDC4, InDesign Challenge 4, ne? Kurzform Schreibweise jetzt. Und genau mit diesem Hashtag ladet ihr es auch nachher wieder hoch, wenn ihr ihn dann eingerichtet habt. Das ist auch der nächste Schritt. Und bitte als Zimmer, also anklicken und dann hier oben speichern als Zimmer, und dann schreibt ihr den Hashtag IDC4 wieder in das Beschreibungsfeld, wenn ihr euren fertig eingerichteten Raum hochladet. So, neben dem Thema mediterraner Wintergarten zur Entspannung gibt es noch ein paar mehr Regeln, die ihr einhalten müsst. Also Thema ist klar, das sollt ihr interpretieren nach euren Vorstellungen. Dann haben wir hier Baumodus-Objekte, das ist eine weitere Regel, und zwar Säulen, Fenster und natürlich auch Wände sowie diese Plattform. Das alles, das muss so bleiben, also an Position, an Ort und Stelle. Es darf auch nichts weiteres ergänzt werden, was das Zimmer an sich verändern würde. Ist also nicht erlaubt, zum Beispiel Wände, Halbwände, Fenster und so weiter zu ergänzen. Die bisherigen bestehenden zu verschieben oder zu löschen und die Plattform oder Wandhöhen zu ändern. Das ist also nicht erlaubt. Aber ihr dürft die vorhandenen Baumodusobjekte, die hier sind, also die Wand- und Bodenbelege, die Säulen, die Fenster, dürft ihr umfärben und auch austauschen, also quasi die Farbe ändern. Also nicht die Säule austauschen oder die Fenster austauschen, sondern hier dürft ihr umfärben. Aber bei den Wandbelägen, da seid ihr frei. Bei den Bodenbelägen, die dürft ihr auch, da dürft ihr auch ganz andere verwenden. Dann haben wir hier noch Kaufmodusobjekte, die hier schon dabei sind, und die müssen auch beibehalten werden. Ihr dürft die aber verschieben und auch irgendwie anders interpretieren. Also wie ihr das wollt, könnt ihr so ein bisschen kombinieren oder alles Mögliche. Ihr dürft sie aber nicht, natürlich nicht verkaufen und so weiter. Und die Größe zu ändern ist auch nicht erlaubt. Ihr dürft die aber auch umfärben hier, ne, die Kaufmodusobjekte, und verschieben und alles. Aber die müssen eben später in den Raum integriert sein, damit wir das so ein Stück weit vergleichbar auch haben. Da bin ich gespannt. Ja, es wird nur das Base Game benötigt. Alle Packs und Sets sind aber erlaubt. Benutzerdefinierte Inhalte, also CC, das ist nicht erlaubt. Und es gibt auch kein Simoleons, Budget, Geldlimit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne unter dem Video kommentieren. Und wichtig ist auch noch beim Einrichten, dass es hier um eine Bühne geht. Also ihr sollt das so einrichten, dass es so aussieht, wie wenn hier die Zuschauer sitzen würden. Also bitte keine großen Objekte an diese Seiten hier platzieren, denn dann wird das Bild so ein bisschen zerstört. Es soll wirklich in diese Richtung, wie so ein Set auf so einer Bühne, soll das Ganze nachher aussehen. Denn ich werde auch wieder Screenshots machen und bei Social Media teilen. Da haben wir dann geballte Kreativität auch. Wird es einen Showcase-Stream geben? Mindestens, also frühestens 10 Tage nach Veröffentlichung dieses Regelvideos erscheinen wir uns live eure Zimmer an. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Gibt es einen Showcase-Stream. Und ihr könnt auch gerne eure Kreation vorab auf unserem Discord teilen. Da gibt es einen Kreation-Showcase-Channel. Da könnt ihr mal reingucken. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und natürlich, weil es beim Showcase-Video auch um die Top-Favoriten von euch geht, eure Top 5 werden wir angucken. Ladet und liked natürlich die Zimmer der anderen runter. Und ja, liked die, damit wir eine Top-Liste erhalten. Ihr findet alle Zimmer natürlich unter dem Hashtag IDC4. Guckt da mal rein, wenn ihr mitgemacht habt. Und liked gerne eure Favoriten. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß, Kreativität. Ich bin mega gespannt, was da wieder dabei rumkommt. Bei euren mediterranen Wintergärten zur Entspannung. Das ist das Thema. Vielen lieben Dank, und ja, bis dann. Euer Daniel. Macht's gut. Ciao.